Hallo liebe Körbonautinnen und Körbonauten, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung zu Kerbal Space Program. Heute beschäftigen wir uns mit dem Mod Real Shoot von dem User Stupid Chris, der Mensch in dem Kerbal Space Program Forum mit dem lustigsten Avatar, nämlich dem vibrierenden Pinguin. So, und dieses Mod könnt ihr natürlich wie so viele andere Mods, die wir schon besprochen haben, downloaden. Am einfachsten per CCAN. Wenn ihr nicht wisst, was CCAN ist, dann klickt ruhig auf das Video, was ich hier links unten verlinkt habe. Und alle anderen können natürlich einfach so weitermachen. Und schauen wir uns einmal an, was Real Shoots macht. Real Shoots klingt irgendwie so, als hätte es was mit Shoots zu tun. Und Shoots natürlich ist die Kurzform von Parachutes, also Fallschirm. Außerdem mache ich es, das Wort Shoots zu sagen. Shoot, shoot. Anyway, die Fallschirme, die in KSP dabei sind, die kennen wir. Das ist der hier, das ist der MK16, der kleine, der hier oben drauf kann. Und dann gibt es den größeren, den MK16 XL. Und dann gibt es den Drogeshoot, den großen. Und dann gibt es den kleinen Drogeshoot. Und die gibt es als Radials und nicht als Radials. Und das ist alles ganz angenehm. Aber die Einstellungsmöglichkeiten, die man normalerweise hat, sind relativ gering gewesen. Man konnte einstellen, in welcher Höhe der Fallschirm auslöst. Und das war es mehr oder weniger. Und dieses Problem löst Real Shoot. Real Shoot gibt uns eine ganze Menge an Optionen, wie wir unseren Abstieg durch Atmosphären verbessern können oder verändern können. Und gleichzeitig fügt es noch eine Spur von Realismus mit dazu. Es könnte also eventuell etwas sein, was man auch im Rahmen von einem realistischen Playthrough durchaus verwenden könnte. Und es gibt auch in diesem Mod verschiedene Teile und ihr seht schon hier, wir haben ein neues Tab auf der Seite für Fallschirme. Hier, Parachutes, das ist dankbarerweise durch das Mod dazugekommen und damit können wir uns um die Fallschirme kümmern. Und die neuen Teile im Spiel sind die folgenden. Dieses hier, Real Shoot Cone Shoot. Und ihr seht, das ist ein wenig größer oder scheint zumindest ein wenig größer. Und dann gibt es den Real Shoot Cone Double Shoot. Das ist jener welcher. Und dann gibt es den Real Shoot Radial Shoot. Das ist der hier. Der ist im Grunde ähnlich wie dieser, nur ein wenig kleiner. Oder scheint es zumindest. Dazu kommen wir gleich. Und dann haben wir hier den Radial oder beziehungsweise den Stack Shoot. Ganz genau. Und ihr seht, wenn ich mit der rechten Maustaste anklicke, dann bekomme ich nicht allzu viel an Optionen, nur ein Feld namens Toggle Info. Und wir klicken da einmal drauf und dann werdet ihr wahrscheinlich etwas unruhig, denn es ist eine ganze Menge Text. Schauen wir uns das mal für einen Moment an. Also, Real Shoot Info Window und die Versionsnummer dabei. Wenn ihr das Ganze mit CCAN macht, dann sind Versionsnummern nicht ganz so wichtig, dann behält das CCAN im Blick. Und dann sagt er uns, wie der Partname heißt, dieses Teil, was wir hier gerade haben. Und das ist der Real Shoot Stack Shoot, das ist soweit klar. So, und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Jetzt spricht er von Symmetry Counterparts. Das heißt, das Mod behält im Blick, wie viele andere Fallschirme sozusagen durch die Symmetry-Funktion hier unten mit angebracht worden sind. Das heißt, wenn wir diesen hier zum Beispiel anklicken und sagen Toggle Info, dann sehen wir Symmetry Counterparts 0. Aber wenn wir den abnehmen und mal, keine Ahnung, hier die Zahl etwas erhöhen auf 3, dann sagt er mir Symmetry Counterparts 2. So, das ist auch, denke ich, ganz hilfreich. Aber es wird noch hilfreicher, wenn wir später uns die Option besser angucken. Und dann gibt es eine Partmaß. Und die Partmaß ist natürlich abhängig davon, welches Teil wir haben und wie groß das Teil ist. So. Dann gibt es hier weitere Optionen und ihr seht schon, wenn wir hier reinscrollen, hier steht etwas von Main Shoot. Das klingt so ein wenig so, als könnte es auch mehr als nur den Main Shoot geben. Und auch das ist einigermaßen richtig. Und dann gibt es noch generelle Informationen, die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Es gibt Regeln, die eingestellt werden können darüber, wie der Shoot dann nachher deployt und warum er deployt. Und dann gibt es hier verschiedene andere Aspekte, wie beispielsweise welches Material, welcher Drag-Coefficient und so weiter. Und das schauen wir uns am besten einfach mal an in dem eigentlichen komplexen Interface, mit dem wir die Sachen auch verstellen können. Denn dieses Infofenster sagt uns erstmal nur, auf was die Sachen gestellt sind. Und jetzt fragt ihr euch, wenn ich hier mit der rechten Maustaste draufklicke, warum habe ich dann da nicht eine Option, diese Sachen zu verstellen? Das liegt daran, dass sie genau diese Sachen versteckt haben im
Action Groups Menü. Hier klicken wir drauf. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Fallschirm anklicken, den hier unten, dann kriegen wir ein komplettes, riesiges neues Fenster mit 3 Milliarden Knöpfen. Und das ist der Moment, wo viele Leute sagen, nope, das mache ich nicht mit, da steige ich aus. Aber das Ding ist, das meiste nimmt einem das Spiel ab und diese Knöpfe sind tatsächlich nur zum Feintuning. Und wir sehen hier ein paar Sachen, die wir schon kennen, nämlich zum Beispiel hier den Namen des Teils und die Anzahl der Symmetrieteile und so weiter und so fort. Und was der Case wiegt und was das ganze Teil wiegt und was das Ganze kostet, was wichtig ist für jeden anderen Modus außer Sandbox-Modus. Und was das alles zusammen kostet, also Case und Fallschirm und so weiter und so fort. So, und darunter sind mehrere Knöpfe, die uns sagen, Select a Preset oder Save a Preset. Das heißt, ich kann hier mal auf Select a Preset klicken und dann bekomme ich jede Menge neue Optionen. Ich kann nämlich einfach eine Vorauswahl auswählen, die dann all diese Parameter für mich einstellt. Und das macht die Sache deutlich einfacher. Und hier sehen wir eine ganze Menge von Presets, die sie auswählt, die wir auswählen können. Und die sind in der Regel geknüpft an Diameters, also an die Durchmesser. Und hier sehen wir die 1,25 Meter Presets, hier sehen wir die kleinen Presets. Und dann sehen wir hier die 2,5 Meter Presets und so weiter und so fort. Also alles zwischen 0,625 und 2,5 Meter ist bereits hinterlegt. Und zwar in verschiedenen Fassungen, Double und so weiter und so fort. Darüber können wir zu einem anderen Zeitpunkt sprechen. Und wir können auch Presets speichern und wir können Presets löschen. So. Abgesehen von den Presets müssen wir jetzt uns natürlich mit den Optionen beschäftigen. Welche Optionen hat das Spiel? Wir können auswählen, für welchen Zielplaneten wir unseren Fallschirm haben wollen. Es gibt zurzeit 4 Planeten mit Atmosphäre im Spiel: Kerbin, Eve, Duna und Lathe. Und Lathe ist streng genommen ja ein Mond, aber ist ein Mond. Das heißt, diese 4 Planeten sind zur Verfügung und das ist natürlich wichtig für die Höhe und die atmosphärische Dichte, die wir als Auslösewert verwenden. Jetzt kommen wir zu dem eigentlich interessanten Teil. Wir hatten ja vorher gesehen, dass wir so Nose Cones hatten, die ein wenig zu groß waren. Das macht nichts, weil ähnlich wie in Tweakscale UI, was wir schon mal vorgestellt haben, können wir die Größe der Teile verändern. Aktuell von 2,5 Meter runter auf 1,25 und dann entsprechende andere Varianten bis runter zu 0,625. Also alles einstellbar mit der Größe und das macht das Ganze auch sehr, sehr angenehm. Interessant ist zu beobachten, wenn ihr oben mal auf den Case Mass und Total Part Mass guckt, dass, wenn wir das Ganze kleiner machen, sich tatsächlich das Gewicht verändert. Nicht vom Fallschirm, aber vom Case. Also es ist kein Zaubermittel, die Chutes alle sehr, sehr klein zu machen und trotzdem nachher beim Auslösen entsprechend die gleiche Leistung zu haben. Das Gewicht spielt da schon eine Rolle. So, das ist schon mal eine wichtige Sache. Hiermit können wir die Part Size verändern. Das ist eine Sache, die gerade, wenn man frisch mit dem Mod ist, ist man am Anfang ein wenig, die Teile passen ja alle gar nicht. Aber das ist alles gelogen, denn hier können wir die Part Size einstellen. So, nächste Sache. Case Texture. Das ist rein kosmetisch. Wir können auswählen, welche Textur hier drauf ist. Und das dient dazu, einfach die Farben von diesen schraffierten Flächen zu verändern. Denn der Main-Shoot wird im Spiel symbolisiert durch Blau, der Drogue-Shoot immer durch dieses Orange. Der Drag-Shoot, das ist ein neuer Shoot, der ist grün. Und der Combo ist weiß, weil er einfach gar nichts ist. So, Shoot-Texture, da gilt genau das gleiche. Wir können umstellen zwischen Main-Shoot und Drogue-Shoot. Das ist nicht ganz so wichtig, das ist kosmetisch. So, aber das nächste ist zwar auch kosmetisch, aber ist dafür sehr, sehr abgefahren. Nämlich, wir haben die Möglichkeit, einen einzelnen Fallschirm rauspoppen zu lassen oder einen Apollo-Style Dreifach-Fallschirm oder Triple-Shoot. Und der ist wirklich klasse, den mache ich hier mal rein. Und das sind alles mehr oder weniger kosmetische Einstellungen, aber die nächste ist es nicht, nämlich wir können das Material auswählen von unserem Fallschirm. Und ich klicke hier auf Change Material und dann bekomme ich ein weiteres Fenster und da sehen wir sogar eine kleine Beschreibung. Wir sehen, es gibt 3 Materialien von Haus aus, nämlich Seide, Silk, Nylon und Kevlar. Und die haben alle unterschiedliche Werte.
Nylon ist sozusagen der Mittelwert, der hat, und danach ist das Ganze modelliert. Deswegen hat er einen Drag Coefficient, also einen Drag-Wert oder Koeffizient von 1. Das heißt, der normale Fallschirm, so wie er Drag erzeugt, das ist der Basiswert 1. Dann gibt es einen Wert, der nennt sich Area Density, den ignorieren wir einfach mal, Area Cost und so weiter. Das können wir alles ignorieren, das ist im Moment nicht hundertprozentig wichtig. Relevant ist der Drag Coefficient. Diese Werte sind wirklich für die Super Pros, die diese Werte eventuell interessieren und damit was anfangen können. Wir können uns mit dem Drag Coefficient beschäftigen. Mehr Drag bedeutet in der Regel auch eine bessere Performance des Fallschirms, aber es bedeutet zum Beispiel auch, wenn der Fallschirm sich öffnet, dass dann diese berühmte G-Last entsteht, die an unserer Kapsel dann zieht, wenn der Fallschirm auslöst und sie bremst, und ein niedrigerer Wert sorgt dafür, dass der Fallschirm langsamer oder weniger bremst. Und man sieht es hier, Seide ist natürlich ein leichteres Material und deswegen hat es einen niedrigeren Drag Coefficient. Und wenn ich jetzt sage Choose Material, achtet mal auf den Preis und auf die Teilemasse. Da tut sich nichts, das ist eigentlich ganz interessant. Aber theoretisch ist es so, dass wir hier unterschiedliche Werte haben und dann entsprechend hier sich auch die Masse verändern sollte, aber im Moment ist das nicht der Fall. Aber das scheint wohl noch zu kommen. Egal, auf jeden Fall, das Entscheidende ist, der Drag Coefficient, der funktioniert nämlich noch und das ist der entscheidende Wert. Und mit Seide haben wir 0,75, mit Nylon haben wir 1 und mit Kevlar haben wir 1,25. So, und wir nehmen einfach mal Kevlar, weil wir das gut finden und gehen weiter im Menü. Must go down to deploy. Das ist sehr interessant. Dieser Fallschirm wird, so wie er jetzt eingestellt ist, mit dem Wert auf True wahr, nicht auslösen, sofern das ganze Vehikel nicht in einer Abwärtsbewegung ist. Schauen wir uns gleich nochmal im Spiel an. Das können wir auf False setzen, dann löst er auch aus, wenn wir nach oben fliegen. Eventuell ist das etwas, was Leute wollen, aber in der Regel wollen sie Must go down to deploy True anhaben, damit man sozusagen nur im Fall den Fallschirm auslösen kann. Und die Möglichkeit Deploy on Ground Contact, das ist also auslösen, wenn man den Boden berührt, ist auf False. Das könnte aber interessant sein für einen Drag-Shoot, wie ihn zum Beispiel das Shuttle hatte. Da könnte dieser Wert auf True stehen und wäre dann entsprechend gut. So, nächste Werte sind Deployment Timer. Das ist tatsächlich, es wirkt fast wie eine redundante Option, ist vielleicht aber ganz interessant für ein Staffeln von mehreren Fallschirmen. Das bedeutet, wenn ich meinen Fallschirm auslöse mit der Leertaste oder der Wert wird erreicht, den wir eingestellt haben für das Auslösen des Fallschirms, dann zählt nochmal ein Countdown runter und wird angegeben in Sekunden und in der Regel steht er auf 0, weil in dem Moment, wo wir die Taste drücken, wollen wir, dass das Ganze auslöst, aber angenommen, ich will eine Verzögerung auf 5 Sekunden, das kann ich machen, ist gar kein Problem. So, Spare Shoots. Das ist die Anzahl der zusätzlichen Fallschirme, die vorhanden sind, um neu gepackt zu werden. Wir wissen ja, dass unsere Ingenieure einen Fallschirm neu packen können, wenn wir gelandet sind, und das ist die Anzahl der Reservefallschirme, die wir dabei haben. Autocut Speed hat damit zu tun, wie schnell sozusagen dieses Schneiden, das Abtrennen des Fallschirms passiert. Das ist eingestellt auf 0,5 Sekunden. Dieser Wert kann in der Regel ignoriert werden. Der ist eigentlich ganz gut. Und Landing Altitude ist tatsächlich wichtig für die Idee, wo ist denn eigentlich die Landestelle und wann ist ein Craft gelandet. Und das kann also auch ganz interessant sein, aber ist erstmal nicht ganz so wichtig. Wichtig ist im Moment tatsächlich eher dieses Fenster, nämlich die eigentlichen Werte für unsere Auslösung des Fallschirms. Und ich denke, wir sollten erstmal das untere Fenster machen. Und jetzt haben wir hier nämlich zwei Werte. Wir wissen, ein Fallschirm öffnet sich ja halb oder macht ein sogenanntes Pre-Deployment auf einer Höhe. Da kommt er erstmal aus seiner Hülle raus und dann hängt er so ein bisschen schlaff im Wind. Oder eigentlich nicht schlaff, aber er ist eben noch nicht geöffnet. Und das ist die sogenannte Pre-Deployment Altitude. Das ist die Höhe, auf der
der Fallschirm sich das erste Mal öffnet, aber noch nicht sich voll ausweitet. Und die ist aktuell bei diesem Fallschirm eingestellt auf 30.000. Die können wir hier an dieser Stelle verändern. Und dann gibt es die Deployment Altitude. Das ist die Höhe, wenn er sich vollständig öffnet. Die ist momentan auf 700 eingestellt. Das ist noch sehr, sehr... Das ist ein wenig zwischen dem Wert, der früher üblich war, nämlich 500 Meter, und dem Wert, der aktuell übrig ist, nämlich 1000 Meter. Und wir können den Wert variieren. Ganz beliebig eigentlich. Das ist okay. AutoCAD Altitude ist ganz interessant. Wenn wir nämlich mehrere Fallschirme haben hier drin in diesem Case, dann können wir hier sagen, dann schneid mal den Fallschirm ab auf der Höhe X. Wenn da kein Wert drin steht, dann wird er nicht gecuttet. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig für einen Fallschirm, oder nur bei der Landung gecuttet, denn das ist wichtig für einen Fallschirm, der der einzige ist. Oder der letzte, der sich öffnet. Pre-Deployment Speed. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt. Das Spiel in der Basisversion benutzt Fallschirme so, dass sie sich sofort öffnen. Einmal als Pre-Deployment und einmal als echtes Deployment, und ihre gesamte Bremswirkung auf einen Schlag entfalten. Und das ist genau das Problem, was wir zum Beispiel mit unserem Evelander hatten. Wir mussten die Fallschirme unglaublich auseinanderstaffeln und viele Fallschirme mitnehmen, um zu verhindern, dass sozusagen diese plötzliche Bremswirkung unser Craft auseinanderreißt. Und die Lösung dafür ist, dass man die Fallschirme sich langsamer öffnen lässt, und genau das kann man einstellen. Man kann zum Beispiel sagen, der Pre-Deployment Speed, also dieses erste aus dieser sicheren Schale poppen und ein wenig aufgehen, das wird sich nun verteilen auf eine Zeitspanne von 2 Sekunden. Kann ich hochstellen auf 10. Und jetzt werden hier die Werte rot, das muss ich nochmal an anderer Stelle erklären, aber bis zu 5 Sekunden wird der Wert hier gelb angezeigt. Und Deployment Speed, das ist für dann, wenn er sich ganz öffnet. Da kann ich auch den Wert alternieren auf 11, 10 hoch, und auf 11 wäre dann wieder rot. Aber 10 ist sozusagen dann der empfohlene Wert. Die roten Zahlen kann man im Prinzip werten als Werte, die außerhalb der empfohlenen Zeitspannen liegen. So, und dieser Inline oder beziehungsweise dieser Stack-Fallschirm hat 2 Fallschirme hier drin. Das heißt, wir haben hier auch noch einen Secondary Shoot. Und bei dem können wir wieder all die gleichen Einstellungen machen wie mit dem vorigen. Das seht ihr hier, nämlich die Höhe und die Deployment Altitude und so weiter und so fort. Auch da sind die Sachen gedoppelt. Aber wenn mehrere Fallschirme dort drin sind, wenn wir das eingestellt haben, dann haben wir hier noch einen Secondary Shoot, den wir hier konfigurieren können. Das ist sehr, sehr praktisch für Fallschirme, die erst einen Drogue-Shoot deployen und dann später einen echten Fallschirm. Dafür ist genau diese Funktion gedacht, und da kommt dann zum Beispiel die Auto-Cut Altitude mit in den Sinn. Wie das praktisch funktioniert, zeige ich euch gleich natürlich. So, dann müssen wir jetzt natürlich über dieses Fenster sprechen, was bei beiden gleich ist, nämlich dieses Fenster hier, was hier eingefasst ist und einen eigenen Scrollbar hat, aus einem guten Grund. Und ihr seht dort drüber Calculations Mode Automatic oder Manual, und dieses Fenster regelt, wie diese Aufschrift im Prinzip schon ein wenig anzeigt, wann unser Fallschirm sich öffnet. Ne, das haben wir da drunter geklärt, aber welche Ausmaße er hat, welche Funktionen er hat und so weiter. Und schauen wir einmal durch die Optionen rein, die hier unter Automatic dargelegt sind. Und hier können wir umstellen als allererstes zwischen Main, also Hauptfallschirm, Drogue, das ist der Bremsfallschirm, und dann den Drag, das ist der für Spaceplanes, den erkläre ich im Spaceplane-Hangar. Also Drogue ist der, der dann im Prinzip in der oberen Atmosphäre auslöst und unser Gefährt das erste Mal ein wenig verlangsamt, damit dann der Main Parachute auslösen kann und das Gefährt dann endgültig abbremst. Und wenn wir hier mal draufklicken, dann sehen wir schon, hier verändern sich die Werte, die da drunter stehen. Man kann es hier ganz gut sehen. Bei Main, der ist eingestellt auf 25.700, und der Drogue ist eingestellt auf 30.000 und 2.500. Das sind also erstmal die Unterschiede, aber andere Sachen ändern sich auch, nämlich der Wanted Touchdown Speed
und die Parachutes used Parachutes. Parachutes used Parachutes. Das ist, oh, da habe ich, glaube ich, ein wenig den Balken gezogen. Ja, das ist ganz interessant, denn ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache mir einen Main-Shoot und ich möchte gerne, dass unsere Wanted Touchdown Speed, also die Geschwindigkeit, mit der wir den Boden treffen wollen, nicht 6 Meter pro Sekunde ist, sondern wir können das umstellen auf 2 Meter pro Sekunde oder 1 Meter pro Sekunde oder 0 macht keinen Sinn, aber 0.1 Punkt anstelle von Komma wäre da hier der Ansatz. Da können wir hier Werte einstellen. Das sind dann Werte, die kleiner sind als 1, die machen wir mit 0 Punkt und dann den Wert. Used Parachutes. Das ist auch ganz interessant, denn wir können den Wert hier hochdrehen. 2 geht, 3 geht, 4 geht, 5 geht, 6 geht, 7 geht und so weiter. Wir können auch sagen 10, wir können auch sagen 122, aber dann wird der Wert irgendwann rot. Aber machen wir mal 3, einfach weil wir es können. So. Das ist also diese Möglichkeit, die wir hier einstellen können. Touchdown Speed und die Anzahl der Parachutes, die wir dabei verwenden wollen. Das wäre im Prinzip das. Und das können wir bei Drogue Shoots dann auch einstellen. Da sehen wir das hier. Da verändern sich auch diese Werte. Target Altitude, wann, wo wollen wir im Prinzip auf welcher Geschwindigkeit sein. Das heißt, wir können hier bei diesen Drogue Shoots einstellen. Ich möchte, wenn ich 700 Meter erreicht habe, nicht schneller sein als 80 Meter pro Sekunde. Und dann berechnet im Prinzip das Tool, wie groß die Fläche von meinem Fallschirm sein muss. Und die Anzahl der Parachutes, die wir dafür verwenden wollen, können wir auch einstellen. Und das Spiel berechnet das auf diese Art und Weise, indem ich hier zwei Sachen machen kann. Ich kann sagen, use current craft mass. Das heißt, er berechnet anhand der Masse, die mein aktuelles Gefährt hat, wie groß im Prinzip die Fläche des Fallschirms sein muss, um diese Werte zu erreichen. Das ist das Geheimnis hinter diesen Werten. Das bedeutet aber auch, dass wir die Fallschirme erst ganz zum Schluss anbringen sollten. Und je komplexer das Gefährt wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir mit dieser Option damit hinkommen, weil wir dann ja auch mehrere Fallschirme haben und so weiter. Und dann könnte das Ganze etwas schwieriger werden. Oder ich kann einfach Folgendes machen. Ich kann auf Input Craft Mass gehen. Und dann kann ich die Werte selber eingeben, zum Beispiel die Masse oder die Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Aber die Masse ist im Prinzip dann der Wert, der neu dazukommt, mit dem ich hier dann spielen kann. Kann ich sagen, keine Ahnung, mein Gefährt wird am Ende des Tages 500 Tonnen sein und dann berechnet er, wie groß die Fläche sein muss. Oder ich gehe wieder auf Use Current Mass und dann habe ich noch eine weitere Option, nämlich zu sagen Switch to Wet Mass. Was ist Wet Mass? Und was ist Dry Mass? Das ist nämlich die andere Option dann. Dry Mass ist die Masse des Gefährts, wenn der Treibstoff komplett verbraucht ist. Und Wet Mass ist die Masse des Gefährts, solange der Treibstoff noch komplett im Tank ist. Das ist dann entsprechend die Option. So, und wer es nochmal ganz genau wissen möchte, der kann das Ganze auch einstellen unter Manual. Und bei Manual können wir selber bestimmen, wie die ganzen Durchmesser vom Fallschirm sein müssen. Und zum Beispiel sehen wir es hier, es gibt die Pre-Deployed Diameter, also den Pre-Deployment-Durchmesser und den Deployed-Durchmesser. Und je nachdem, welchen Wert wir hier eintragen, steigt die resultierende Gesamtfläche des Fallschirms. Zum Beispiel kann ich hier sagen, mein Pre-Deployed Diameter ist jetzt nicht mehr 1,5 Meter, sondern wir sagen, der ist 5 Meter. Und auf einmal ist die Gesamtarea hier fast 20 Quadratmeter. Und ich kann sagen, die Deployed Diameter ist hinterher nicht 36 Meter, sondern wir machen mal was ganz Abgefahrenes. Wir machen 100 Meter. Und dann seht ihr hier, die Zahl wird rot. Und wir haben eine Gesamtfläche von 7853 und ein paar zerhackten Quadratmetern für diesen Fallschirm. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, der Schwellenwert ist so ein bisschen bei 70. Ich glaube, 71 war der rote Wert. Ja, ja. Genau. Also bis zu 70 empfiehlt das Spiel. Danach wird es ein bisschen schwieriger. Aber zum Beispiel auch 100 ist gar kein Problem. Kann man machen. Es wird dann nachher schwierig, wenn man einen Wert eingibt wie 1000. Denn dann verändert sich auch natürlich massiv die Zugwirkung. Und das können wir übrigens auch hier sehen. Wenn wir hier eingeben, Deployed Diameter 10 Meter,
dann sehen wir, ich muss das mal eben gucken, wenn ich den Wert erhöhe auf 100, dann sollte sich da oben eigentlich ein Wert ändern, aber vielleicht wird das erst gemacht, nachdem wir auf Apply Settings drücken. Wir probieren das mal aus, wir erhöhen mal auf 10. Ja, jetzt verändern sich hier oben die Werte mit der Masse, wenn ich das auf 100 verändere, also 100 verändere, also 100 Durchmesser, dann steigt auch die Masse des gesamten Teils, und wenn ich das auf 1000 verändere, dann wiegt unser ganzes Ding auf einmal 56 Tonnen. Also hier kann man nicht mit Zauberhand Fallschirme erzeugen, die einfach mit sehr, sehr wenig Gewicht die maximale Leistung haben, aber stattdessen wird das Gewicht weiter hochskalieren. Ihr seht, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, hier mit rumzuspielen, aber in den meisten Fällen ist man mit den Presets ganz gut bedient. Und in diesen Fällen ist es auch so, wir benutzen einfach die Presets. Und jetzt haben wir hier eine Warnung. Ach, ist egal, wir wollen ja eh mal mit den Standards experimentieren. Deswegen fangen wir nochmal neu an. Don't save und bauen einfach mal ein Beispielcraft. Wir nehmen einen Pot. Und wir nehmen ein richtig schönes Apollo-Style Apollo-Pot. Packen einen Fallschirm drauf, nämlich einen Double Shoot. Der Double Shoot ist dafür gedacht, im Prinzip erst einen Drogue Shoot zu haben und dann einen normalen Main Shoot. So, und dann packen wir einfach mal einen Brandy-Coupler drunter und eine Engine. Das muss nicht besonders komplex sein. Wir wollen das Ding ja nur ein paar Meter durch die Gegend schießen. Nehmen wir mal die hier und nehmen hier ein wenig Liquid Fuel und Oxidizer raus. Und gucken, ob das funktioniert. So. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und das Wichtige vorab ist, dass ich einfach mal Folgendes mache. Ich ziehe unseren Fallschirm hier unten in die erste Stage. Das ist normalerweise das Todesurteil für jede Rakete, wenn man das Staging-Diagramm nicht richtig angeschaut hat und vergessen hat, den Fallschirm aus der unteren Stage rauszunehmen. Hier ist das Ganze kein Problem. Ihr seht, wir haben den Fallschirm ausgelöst, aber irgendwie hat er es nicht gemacht. Rein theoretisch hätte er es machen müssen. Wir können es von Hand machen. Und indem wir sagen Arm Parachute und er sagt Deployment Awaiting Negative Vertical Velocity. Also hat er die Einstellung, dass wir gesagt haben, komm, sei mal bitte so, dass du nicht auslöst, sofern wir noch nach oben fliegen. Das hat er übernommen und er hat gemerkt, dass wir, wenn wir gelandet sind, den Fallschirm auch nicht auslösen wollen und hat dann einfach verweigert, dass wir den Fallschirm auslösen. Also sehr, sehr gut Sicherheitsfaktoren, die uns helfen zu verhindern, dass der Fallschirm irgendwie unsinnig ausgelöst wird. So, das war das. Das funktioniert schon mal sehr, sehr gut und der Fallschirm wird jetzt auch nicht auslösen. Der ist jetzt scharf, aber er wird nicht auslösen, sofern wir noch hier in einer Vertical Velocity sind, die positiv ist. Und wir trennen uns ruhig mal übrigens von unserem Unterbau. Da, dann haben wir es ein bisschen leichter. So, und jetzt warten wir darauf, dass unsere vertikale Geschwindigkeit unter den Wert 0 sinkt. Und jetzt löst unser Drogue Shoot aus. Wir können einmal hier in die Info reingehen, Toggle Info, und uns anschauen, was dieser Fallschirm eigentlich können soll. Und sehen dann, dass er im Secondary Shoot, nämlich im Drogue Shoot, folgende Einstellung hat. Er hat die Einstellungen 30.000 Meter für die Pre-Deployment Altitude, das hat funktioniert. Und dann haben wir die Deployment Altitude bei 2.500 Metern und, was noch viel wichtiger ist, einen Deployment Speed von 3 Sekunden. Wir haben darüber gesprochen und wir werden gleich die G-Kräfte sehen, die hier auf das Gefährt wirken. Beachtet mal bei 2.500 Metern hier drauf. Und wir können aber auch, wenn uns das alles nicht passt, können wir hier natürlich zum Beispiel noch den Fallschirm abtrennen. Oder natürlich auch diese Infos einblenden, die wir hier momentan an der Seite haben. Und wir haben diese Schieberegler, mit denen wir auch zusätzlich die Höhe noch während des Fluges ändern können. Das ist sehr, sehr angenehm. So, der nächste Fallschirm, der hier an Bord ist, löst aus
bei einer Höhe von 900 Metern. Die Cut-Off war allerdings bei 1000 Metern für den Rogue und hier die Pre-Deployment war 900 und die Deployment war 700. Da sind wir mehr oder weniger durchgerutscht. Und entsprechend haben wir hier die Deployment Speed von 6 Sekunden gehabt und die G-Meter, ihr habt darauf geachtet, waren sehr, sehr angenehm. Also nicht zu viel Kraft hat hier darauf gewirkt. Und genau das ist der Segen von Real Shoots. Wenn ihr zurückdenkt an so einen Eve-Lander, wo wir insgesamt, keine Ahnung, 50 Fallschirme dran hatten und die alle auseinander gestaffelt haben, mit Real Shoots hätten wir uns hier ungefähr 10 Stunden Daddelei mit diesen Fallschirmen und Testen und Anbringen und niedrige Framerates und alles hätten wir uns ersparen können, wäre es nicht eine Vanilla-Operation gewesen. Ja, das ist der Segen von Real Shoot. Es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Tool. Wir können verschiedene Fallschirme in einen packen, wir können die Höhen verändern, wir können die Deployment Altitude verändern. All diese Sachen sind enorm hilfreich. Ich hoffe, ihr habt ein wenig verstanden, welches die Möglichkeiten sind und was man tun kann. Wenn ihr mehr KSP-Videos von mir sehen wollt, dann empfehle ich euch, meinen Kanal zu abonnieren. Das seht ihr hier unten links, da könnt ihr draufklicken. Wenn ihr Lust habt, eine Videoreihe zu sehen, die noch überhaupt gar keine Mods hat, dann empfehle ich euch meine Serie Operation Vanilla. Dazu findet ihr einen Link rechts oben. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.